Einen wunderschönen guten Tag euch Lieben. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wird es etwas Halloween-mäßig. Der ein oder andere hatte mein Bunny schon gesehen. Ja. Den habe ich hier gewerkelt. Mein Halloween-Bunny. Ich finde ihn total genial und es musste mal was anderes sein. Ich mache euch mal hier ein bisschen wupp. Ein bisschen größer. Ja, der Hase ist von Paper Basics. Der Stempel hier oben, Süßes oder Saures auch. Das sind die beiden Varianten hier. Ich werde es euch unten auch gerne verlinken. Dann habe ich noch so, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee kam. Die große Schleife kennt ihr ja auch schon. Und irgendwie fand ich das so ganz cool. Die hier habe ich irgendwann, also die Strohhalme, ich meine, die habe ich irgendwann mal im Teddy, glaube ich, gekauft. Ich bin mir nicht wirklich sicher, aber ich glaube schon. Ja, hier habe ich noch so ein bisschen Tüll von meinem letzten Jahr, von meinem Halloween-Kranz, den ich mal gemacht habe. Und den habe ich hier oben auch verwendet. Fand ich ganz passend. Dann habe ich dem Halloween-Hasen hier so ein Schnurrbart draufgesetzt und eine Brille gestempelt und ein Hütchen aufgesetzt. Ich glaube, das ist von X-Cut. Ich glaube, ja. Hier habe ich mit den Stempeln von Clearly Besotted gearbeitet. Da habe ich einfach ganz schlicht einen Cardstock genommen und eben halt ein bisschen bestempelt. Bei den Gespenstern habe ich immer ein kleines Glitzersteinchen reingesetzt, so wie hier oben auch. Ja, und das habe ich auch irgendwann mal gekauft oder gekriegt. Ich weiß es nicht mehr, ich kann es euch echt nicht sagen. Habe ich nur gemacht, damit es von hinten auch ein bisschen hübsch aussieht. Sind Fledermäuse drauf. Das ist so typisch Halloween-Farbe lila, aber nicht typisch Halloween-Hasen. Aber ich fand es eben halt total cool und ja. So, jetzt zeige ich euch was anderes Halloween-mäßiges. Das habe ich gestern und vorgestern gewerkelt. Ich hatte eine Menge Spaß dran. Eigentlich sollte es eine ganz andere Farbe werden. Und es ist auch Thema Halloween, aber eben halt was ganz anderes. Ich habe eine Girlande gemacht und der ein oder andere wird vielleicht einen Teil wiederfinden, den ich mal von Ihnen bekommen habe. Ich sage nur, ich habe Kilopapier benutzt. Ich habe Borte benutzt, die ich von jemandem mal bekommen habe. Ich habe viele Sachen aus dem Action benutzt. Also das heißt, ich glaube, das Band, diverse Stanzen und Rahmen. Ich zeige euch das einfach mal. Ich versuche es so zu zeigen, dass ich euch immer nur ein Stückchen zeige. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. So. Ja, das Ganze ist jetzt in Rosé, Braun, Goldtöne. Und Thema Halloween. Eben halt nicht passend Halloween, aber ich finde es total stimmig und eben halt was ganz anderes. Diese Stanze hier unten habe ich gerade in Action entdeckt letzte Woche. Und fand sie total genial. Ja, hier ist eben halt die Hexe, so die, wo man nur noch den Rock und die Beinchen sieht. Dann habe ich hier mit Strohhalm, die habe ich gerade auch aus dem Tauschpaket bekommen. Hier habe ich so ein Stück vom Spinnennetz abgeschnitten und ich weiß nicht, kann man das erkennen? Das ist, glaube ich, auch eine Action-Stanze gewesen. Da sind zwei solche Kronleuchter drin. Dann kommen wir zum nächsten. Da ist ein Bö. Hier habe ich auch Spinnennetze, wie gesagt, verwendet und Spinnen, ein B und ein paar Glitzersteinchen. Dann habe ich
hier wieder Strohhalme ausgeschnitten, abgeschnitten in verschiedenen Höhen und habe die zusammengeklebt und Fledermäuse drauf geklebt. Dann haben wir hier, das sind Bilderrahmen, die ist mal, Moment, ich zeige euch die mal. Ich glaube, ich habe da noch welche von. Ich lege euch das mal schon mal. Moment. So hin. Also mal eben zurückrücken. Und, Moment. Die gab es mal, ich glaube, es ist schon 2 Jahre her, in solchen Paketen hier. Immer ganz viele verschiedene drin. Und ja, meistens braucht man ja gar nicht die Farben, die hier drin sind. Ich meine, das finde ich ganz cool hier, aber das ist nicht so hier so rosa mit diesen Rosen. Rosa, Rosen, wollte ich sagen. Nicht so unbedingt meins. Aber man kann die immer wunderschön anders verwenden. Jetzt sehe ich hier gerade, ich habe hier auch einen goldenen, den ich hätte verwenden können. Der flupst hier irgendwo in der Schublade noch mit rum. Aber egal. So, jetzt komme ich mal wieder hoch. Die habe ich mir eben halt angemalt, weil ich nicht das passende Washi dafür hatte. Also habe ich selber zur Farbe gegriffen. Hier könnt ihr vielleicht erkennen, ich so, habe ich erst mit diesen diese Farbe, die dann aufplatzt, gearbeitet und habe ein bisschen von dem Gold wieder drauf gemacht, dass das nicht so knallweiß ist. Ja, und wieder ein paar Fledermäuse. Dann habe ich hier wieder mit dem Strohhalm und ein Spinnennetz und eine Spinne drauf. Dann kommen wir zum nächsten O. Das habe ich so gestaltet. Hier diese Swirls habe ich zu Haufen hier in allen möglichen Farben und ich habe sie noch nie verwendet oder sehr selten. Kommen auch aus dem Action. Also habe ich mir gedacht, muss das auch mal verwendet werden. Selbst wenn ich aus dieser Packung, wo ich glaube 30 Stück drin sind oder so, mal nur 2 verwende. Aber ich habe was verwendet. Ja, hier unten, ich verstecke den nochmal eben ein bisschen hier. Hier unten habe ich ein paar Blüten dran gemacht. Passte ganz gut, fand ich. Und hier ist eben halt ein O für ein Bu drauf. Ja, so, dann haben wir hier nochmal mit Fledermäusen ein Teil und hier hinten habe ich noch ein Skelett drauf gemacht und ja, hat noch hier ein Hütchen aufgesetzt bekommen und ein paar Fledermäuse dazu. Ja, so, dann mache ich das mal. Ich werde es nicht ganz drauf kriegen, glaube ich zumindest nicht. Ich versuche. Ja, jetzt seht ihr meine hübsche, mega Weihnachtstasse. Gleich mal einen Schluck nehmen. ich lege das mal. Moment, Moment. Nee. Das will nicht ganz drauf. Ich will noch Fotos von machen. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriege. Ich weiß es noch nicht. Oder so. So geht's auch. Ihr sollt ja alles sehen. Ja. Vielleicht habe ich euch da eine kleine Anregung mitgegeben. Für die großen hier habe ich übrigens, ich habe sie hier, glaube ich, noch liegen, diese Stanze hier verwendet. Das Praktische ist, dass man die dann eben hier hinten umklappen kann und die Bänder hier hinter verstecken kann und ordentlich festmachen kann. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich euch eine kleine Anregung gegeben habe, weil man kann mit dieser Girlande so ja auch einiges mehr machen. Für Weihnachten oder eine Geburtstagsgirlande. Es gibt ja auch die Wimpel. Damit kann man natürlich auch schön irgendwas machen. Und ja, es macht riesen Spaß, wenn man eigentlich was ganz anderes im Kopf hat. Und nach und nach ist denn das so entstanden, obwohl ich es eigentlich in Pastellfarben machen wollte. Ja,
Es sollte eigentlich pastellfarbig werden, aber ich hatte irgendwie bemerkt, beim Nähen habe ich mit Pastell überhaupt gar keine Probleme, aber beim Basteln schon. Da habe ich nicht so die passenden Sachen für da. Also ist es jetzt goldbraun rosé geworden und ja, ich finde, dass mir das ganz gut gelungen ist und selbst mein Mann findet das mega cool und das soll immer eine Menge heißen. So, jetzt sage ich euch für heute aber tschüss. Freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid und einen schönen Tag euch noch. Tschüss, euer Elfchen.